versteht man was? Hallo. Ja, ich fange mal an. Lieber Herr Hartig von der Körperstiftung, sehr geehrte Frau Müller-Wesemann von der Universität Hamburg, liebe Sabina Dein vom Thalia Theater, die das alles von unserer Seite aus mitorganisiert hat, und natürlich insbesondere liebe mitwirkende Studierende und Lehrende, wo ich so sehe, dass ich ganz, ganz viele kenne. Das ist irgendwie ein ganz schönes Gefühl eigentlich. Herzlich willkommen beim Körperstudio Junge Regie. Jedes Jahr gibt es diesen Tag der Eröffnung, wo das Kamel durchs Nadelöhr muss. Das werdet ihr in eurem späteren Theateralltag auch täglich erleben. Also sozusagen der Kampf mit dem Unmöglichen. Es liegen 12 kleine Welterfindungen auf dem Tisch, aus denen ein dicht disponierter Spielplan werden soll. Jede Aufführung ist besonders, jeder Regisseur ist besonders, jedes Bühnenbild ist besonders. Der eine braucht einen ganzen Tag zur Einrichtung, der andere 5 Minuten. Letzteres eher unwahrscheinlich, aber egal. Jedenfalls sind die Anforderungen extrem verschieden. Und das muss alles aufeinander gehen. Und dann fällt auch oft der Satz, den es dann im späteren Theaterleben auch oft gibt, das geht ja gar nicht. Und am Ende stellt man fest, dass es dann doch irgendwie geht und alle sind zufrieden. Am Ende steht dann ein Festival wie dieses mit 200 Teilnehmern, 13 Vorstellungen, eine ist jetzt aus Krankheitsgründen abgesagt, Publikumsgespräche, Tischgespräche, Workshops, Open Space und die erste Zeitung gibt es auch schon, obwohl das Festival noch gar nicht begonnen hat. Ich möchte allen Mitwirkenden danken, den Gästen für ihre Kompromissbereitschaft, unseren Mitarbeitern, die hier tatsächlich auch sehr, sehr viel geleistet haben, und Herrn Schmidt-Möbius, der uns hier diese Räume großzügig zur Verfügung stellt. In diesem Jahr ist das Körperstudio zum 9. Mal. Es ist ein Sprungbrett, ein mögliches Sprungbrett für die teilnehmenden Künstler und ein erster Schritt eben in die Öffentlichkeit. Ich muss allerdings sagen, und ich will jetzt die Stimmung nicht zu sehr verdüstern, aber ganz kurz muss es vielleicht sein, dass es mir nicht so ganz besonders leicht fällt, jetzt heute zu sagen, Optimismus voraus, alles ist prima, vor euch liegt eine wunderbare Zukunft, sondern wir haben derzeit ja an vielen Ecken und Kanten mit dem Gegenteil zu tun. Man hat nach geradezu das Gefühl, dass die Kultur mitunter sturmreif geschossen wird. Heute in der Süddeutschen Zeitung kann man sehen, wie das sogenannte holländische Modell im völligen Desaster endet. Man sieht, wie die Theater in Mecklenburg-Vorpommern pleite gehen. Man sieht, wie in Halle permanent der Konkurs abgewehrt wird. Man darf lesen, dass die Städte anfangen, die Theater einzuladen, mit Anführungsstrichen 6 Millionen Euro Kredit aufzunehmen und ihn selber abzubezahlen. Das wird sicher kein Problem sein. Ich spreche von Köln, ich finde es eine nackte Katastrophe. Ja, es gibt diesen berühmten Kulturinfarkt, aber er ist zumindest zu erheblichen Teilen von außen herbeigeführt. Aber es gibt ein Problem natürlich tatsächlich, dass das Verständnis für Kultur und ich sag mal auch für das nicht populäre oder nicht kommerzielle, nicht in dem Sinne an der Kasse erfolgreiche, dass dieses Verständnis in der Politik abnimmt, zwar, aber es ist ein bisschen einfach, das nur der Politik zuzuschreiben. Es nimmt ja leider auch in der Bevölkerung, sagen wir mal, zumindest nicht zu, sodass wir tatsächlich in einem Dilemma stehen. Und vor euch liegt eine Zukunft, wo ihr einerseits die neue Elite der Kunstproduktion sein könnt und möglicherweise zugleich das neue Prekariat. Das kann so sein. Jetzt macht ihr diesen Schritt in die Zukunft, kommt aus dem geschützten Rahmen eurer jeweiligen Studiengänge in so eine Teilöffentlichkeit wie heute oder wie in den nächsten Tagen, wo man auch schon so ein bisschen Konkurrenzdruck spürt, das gehört dazu. Aber das, was man zu meiner Studienzeit den sogenannten Praxisschock nannte, in der Pädagogik nämlich, also sich dann mit den Realitäten, und das sind dann Realitäten des Marktes, und zwar nicht nur die, ob Intendanten da drin sitzen, ob das jetzt toll ist oder nicht so toll, sondern eben auch der Markt, wo man plötzlich vor einem Publikum sich bewähren muss. Diese Anforderung ist etwas, mit dem ihr euch, sag mal Gott sei Dank, in dem geschützten Raum noch nicht so beschäftigen musstet, aber was jetzt natürlich
auf euch zukommt. Dieses Körperstudio von der Körperstiftung maßgeblich finanziert und mit Unterstützung, Schirmherrschaft auch des Deutschen Bühnenvereins, den ich vorhin vergaß zu erwähnen, ist noch so ein Zwischending, eine kleine Oase irgendwie dann doch noch, eine kleine Messe, wo wir uns miteinander beschäftigen können und insofern vielleicht, wenn ihr in ein paar Jahren darauf zurückblickt, so etwas wie die Insel der Seligen im Verhältnis zu dem, was dann vielleicht doch auf euch zukommt. So, jetzt aber Schluss mit dem Teilpessimismus oder der Einführung in die Realität. Ich wünsche euch von Herzen toi 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 für dieses Festival, aber vor allem für die Zeit danach. Dankeschön.